Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich habe mal eine Frage. Macht ihr diesen Kinderbrunch? Ja, den machen wir bei uns. Ja, und das findet ihr gut? Ja. Ich überhaupt nicht. Warum? Ihr seid nämlich Kinderfresser, sowas macht man nicht. Nein, wir essen doch keine Kinder. Wir machen den Kinderbrunch. Ja, das Kinderbrunch. Ich weiß, was Brunch heißt. Nein, ich war da mit der Mama schon mal mit. Ja, aber pass mal auf. Das ist ja so, wir machen das für Kinder. Weißt das du, ist immer am Wochenende. Da fahre ich mit Mama und Papa zum Brunch. Und da wird ganz normal gebruncht. Genau. Ja, und ihr macht einen Kinderbrunch. Ja, aber nur für Kinder, weißt du? Man isst keine Kinder. Man isst keine Kinder. Aber wir essen doch gar keine Kinder. Das heißt aber Kinderbrunch. Ja, ich weiß, dass das Kinderbrunch heißt. Pass mal auf, ich erkläre dir das mal kurz. Du kannst zum Beispiel Hähnchennuggets essen mit Pommes oder sowas. Da steht aber nicht Hähnchenbrunch, da steht bei euch ist Kinderbrunch. Nein, das geht nicht darum, dass da Kinder gegessen werden, um Gottes Willen. Wir würden doch keine Kinder kochen. Das heißt, wenn bei einem Gericht Hähnchen steht, da ist zum Beispiel dann Hähnchen drin. Da ist dann Hähnchen drin, genau. Und wenn Nudeln mit Tomatensauce steht, dann ist da Nudeln, sind da Nudeln drin und Tomatensauce. Ihr macht Kinderschnitzel. Nein. Ist doch nur damit gemeint, dass die Portion kleiner ist. Du hast gerade gesagt, wenn Hähnchen draufsteht, ist Hähnchen drin und ihr macht Kinderschnitzel. Mensch, du verstehst mich völlig falsch. Weil ihr aber macht Kinderschnitzel. Nein, aber wenn zum Beispiel also in machen wir die Demonstration doch, Daniel. Wie heißt du denn? Ich heiße Nils und wir machen eine Demo nachher bei euch. Du heißt Nils und ihr wollt eine Demo bei uns machen? Ja. Pass mal auf, jetzt muss ich dir mal sagen. Habt ihr eine Dachrinne vorm Haus? Nee, wir haben keine Dachrinne vorm Haus. Irgendwas anderes, wo man sich anketten kann? Nee, haben wir auch nicht. Man kann sich bei uns nicht anketten. Wir wollen auch niemanden anketten. Kann ich mit der Mama oder mit dem Papa oder mit dem Opa oder mit der Oma sprechen? Nee, das ist weder Papa, Opa noch Oma und... Keiner da? Kann ich mit keinem reden? Nee, ihr wärt nur Moderator vom Radio.